Also guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Medienraum, im benachbarten VIP-Raum und an den Bildschirmen im Zuhause, am Internet. Ich darf begrüßen zu meiner Linken Gästetrainer Rico Rossi und zu meiner Rechten unseren Trainer Leo Sulak. Und ich möchte zunächst das Wort unserem Gastgeber im VIP-Raum geben, dem Willi Zimmer. Liebe VIP-Raum-Gäste, ich darf mich heute bedanken bei der Metzgerei Manfred Schuler aus Godach-Bleibach für eine ganz, ganz hervorragende Bewertung hier bei uns. Vielen herzlichen Dank. Ansonsten mache ich so weiter, wie gewöhnlich der Arne Bieker weitermacht, den ich heute vertrete, nämlich mit den Zahlen zur Begegnung. Der ERC Freiburg verliert gegen die Kassel Huskies mit 1:3. Die anderen Spielstände, es sind allesamt Zwischenstände, die Spiele laufen noch. Bad Tölz gegen Heilbronn 2:1. Kaufbeuren liegt hinten gegen Frankfurt mit 0:1. Bayreuth Tigers gegen Bietigheim Steelers 1:2. Rissersee und Lausitz, da steht es gerade 2:2. Ravensburg führt mit 5:2 gegen Dresden und Eispiraten Grimmitschau liegen mit 0:2 hinten gegen Bad Nauheim. Damit darf ich das Wort geben dem Gästetrainer Rico Rossi und um eine Analyse des heutigen Spiels bitten. Dankeschön, guten Abend zusammen. Ja. Ich denke, erste Drittel hatten wir sehr gut gespielt. Wir hatten die Scheibe gut im Griff. Wir waren sicher defensiv und gefährlich offensiv. Dann im zweiten Drittel hatten die Freiburger schon ein bisschen mehr gekommen und ein bisschen mehr das Spiel kontrolliert. Aber was war gut für uns, war natürlich diese zwei Unterzahl-Tors. Einer direkt in die zweiten Drittel, in die Anfang zweiten Drittel. Das war ein riesiger Momentumwechsel oder die Spiel ein bisschen gewechselt in unser Weg. Aber trotzdem, Freiburg hat immer zurückgekämpft auf 2:1. Und muss ich sagen, im letzten Drittel hatten wir auch Probleme, wo die waren näher an die 2:2, dass wir waren auf die 3:1 auf jeden Fall. Und dann schießt man noch ein Unterzahl-Tor. So, das ist nicht zu oft, wo man gewinnt ein Spiel mit zwei Unterzahl-Tors. Trotzdem haben wir ein gutes Auswärtsspiel gespielt und letztendlich sind wir sehr zufrieden mit den 3 Punkten. Dankeschön. Damit geht das Wort an meine rechte Seite zu unserem Trainer Leo Sulak. Ja, guten Abend. Gratulation den Kasselern, die waren da in dem Spiel cleverer. Der Rico hat das jetzt gerade gesagt, wenn man zwei Überzahl oder Unterzahl, beim Überzahl zwei Tore bekommt, ist es immer sehr, sehr schlecht und das war heute unser Problem. Ich kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen, weil erste Drittel war schon verhalten, aber wir haben nicht so viele Chancen zugelassen, haben ganz ordentlich nach hinten gespielt, nur nach vorne waren da zu wenig Scheiben zum Tor. Ab dem zweiten Drittel war es schon viel besser. Und wir kommen aus der Kabine raus und bekommen bei dem Unterzahlspiel das zweite Tor. Da ist man wieder oder sind die Jungs wieder die Köpfe hängen lassen. Aber die haben gekämpft. Die haben bis zur letzten Minute gekämpft und alles gegeben. Im letzten Drittel war das Schussverhältnis 17:5 für uns und wie der Rico gesagt hat, wir waren da näher zu dem 2:2 und dann bekommen wir zum ungünstigen Zeitpunkt wieder das 3:1. Das zeigt auch die Qualität des Gegners und wir werden weiter kämpfen. Am Sonntag fahren wir nach Frankfurt und werden probieren, die Punkte dort zu holen. Danke. Danke, Leos. Die Frage ist, ob es Fragen gibt der Medienvertreter hier im Raum. Leos, ich behaupte jetzt einfach mal, dieses Spiel hätten wir nicht unbedingt verlieren brauchen. Kassler hat 3 Tore geschossen, Herr Rossi mag man widersprechen, aber alle 3 Tore haben wir selbst geschossen. Was sagst du dazu? Das hast du genau richtig erkannt, dass wir schon beim ersten Tor und die 2 Unterzahltore. Ja, vollkommen richtig. Was hat denn heute gefehlt? Sagen wir es mal so.
wenn man Bub mal reinbringen müssen. Dann hat der Schlussteil 17-5, glaube ich, im letzten Drittel. Was hat da gefehlt? Das hat, es hat im ersten Drittel hat wirklich der Druck zum Tor gefehlt, aber ab dem zweiten Drittel war es okay. Und was soll man dazu sagen? Das ist Eishockey, dass man manchmal mir wäre es auch lieber, wenn wir ein schlechtes Spiel abliefern und gewinnen, als ein ordentliches Spiel wie heute und verlierst. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, möchte ich mich bei allen bedanken und gleichzeitig noch auf die nächsten Aktivitäten hinweisen. Übermorgen am Sonntag spielt der EHC Freiburg in Frankfurt bei den Löwen. Und das nächste Heimspiel findet am Sonntag, dem 10. Dezember, hier in Freiburg gegen die Krimmenschau Eispiraten statt. Rico und seinem Team wünsche ich eine gute Heimfahrt und wir sehen uns bald wieder hier. Vielen Dank. Schön.